Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ihr habt ja den letzten Film gesehen bei Großmutter, wo ich mit Pitti gewesen bin. Und da ist ja nicht viel gemacht worden. Und habe jetzt daraufhin mit dem Donnentermin, das ist derjenige, der auch für die Großfamilie, also die mit den 10 Kindern, kann ich hier oben mal verlinken, der hat ja die Stahlkonstruktion da gebaut mit dem Dach. Und den habe ich jetzt darum gebeten, nochmal dahin zu kommen. Ich will mit ihm das durchsprechen. Das große Problem ist ja bei dem Haus, dass es voller Termiten ist und man muss aufpassen, wo man einen Nagel reinhaut, da ist gleich der Hammer gleich durch die Wand. Weil das Ding ist nur noch, die Außenhaut steht da. Ja, und jetzt will ich mit ihm darüber reden, was wir jetzt da machen können, dass es der Oma nicht mehr ins Wohnzimmer tropft. Um mal seinen, ja, er ist Fachmann diesbezüglich, was er jetzt da machen kann. Ich habe einen bestimmten Geldbetrag, den ich zur Verfügung habe von der letzten Spendenaktion, was ich ihm anbieten kann. Aber es kann nur, wie ich schon mitbekommen habe, nur ein Flickwerk sein. Wir können da also jetzt nicht das ganze Dach komplett neu machen. Dann fällt nämlich die Bude zusammen. Da muss also ganz, ganz vorsichtig rangegangen werden und wirklich an den Stellen, wo es jetzt hapert, das ist also die vordere Teil, wo auch die Solarbeleuchtung dranhängt, die ich mal da angebracht habe. Das muss alles neu gemacht werden und die Löcher in der Wand natürlich. Ist zwar eine Zirkulation, wir haben es ja relativ warm, aber das sollte zugemacht werden. Mal gucken, was der Don sagt gleich. Ich stehe jetzt vor dem Haus von Oma. Hat gerade noch ganz gut geregnet. Ist ja sehr gut eigentlich. Jetzt können wir auch sehen, wo da Undichtigkeiten sind im Dach. Das ist der Don. Er versucht gerade zu erklären, was gemacht werden muss. And this sheet with the hole new. Ja, liebe Zuschauer, das ist der Don. Der ist für die einen bekannt, dass er dieses Dach gebaut hat. You built also the roof from a big family, huh? Yes, right. Yeah, and he made it really properly. I can say he made a good job in this. And that was all, und das war es auch, wieso ich ihn wieder kontaktiert habe. Wir haben das gerade mal durchgesprochen. Er macht mir, you make me an offer, how much it is. I have to calculate for yes. My donation money. Yeah, what I'll do that for you. I'll send it to you. Ja, er muss mir erstmal einen Kostenvoranschlag machen, damit ich weiß, wie viel ich ja, habe oder muss haben muss in meinem Konto für die Oma. Aber es wird jetzt auf jeden Fall, before the rain season is starting, we have it ready, yeah? Yes. Ja, heute Morgen hat es auch wieder kräftig geregnet. Und die Oma hat schon darum gebeten, dass das Dach repariert wird, bevor die Regenzeit wieder anfängt. Aber hier auf Samui regnet es ja über das ganze Jahr. When you think you can make the offer for this? I will see on tomorrow. Okay. Yeah, I will try all the question to you and yeah. After that, for next week, we can start it already. Grandma says this also for 2 years, and I not listen her. I make this year completely new last year. Okay. Nobody is looking after her. She have no family here. Okay. Oh. Yeah, it's all die. No family. No, that it's not the. Far away is someone, but they're not looking after her. Okay. She is so poor, and yes, she is in my heart, old woman. Oh my God, you're a good guy. Oh, she say I'm the son from her. Really? Yes. Oh, good. Yes, and my viewer. They like it also to see what happened with grandma, and yes. They give me some money, the 20,000 baht to repair. Mm-hmm.
I hope it's enough. It must be actually. It's not the material, it's not so expensive. Okay. There is kein Holz mehr, das ist. Ja. So, ich habe jetzt mit dem Don das so abgemacht. Ich bekomme also morgen das Angebot und wenn das in dem Preisrahmen liegt, was ich an Geld habe, dann bekommt er den Auftrag und nächste Woche kann er dann direkt anfangen. Jetzt sieht ein bisschen desolat aus. Die Wand fällt auseinander. Oma hat schon gesagt, sie lebt sowieso nicht mehr lange. Wir sollten da nicht viel investieren und da tut einem ja im Herzen weh, wenn das einer sagt. Okay, you can explain what we do. Ja.